Hier ist Humorist, Autor und ja, Cineast Felix Lobrecht. Herzlich willkommen. Gut. Was hast du da mit? Danke. Ich. Das ist ein andauernder Applaus. Ja. Warum ficken hier alle? Ja, ich finde es auch richtig unangenehm. Du standst ja schon, hast gewartet und dann machen die das direkt neben dir da. Ja. Ja, ich weiß keine Ahnung, was hier los ist. Es ist so eine versexte Stimmung, seit nebenan diese RTL2-Produktion Naked Attraction eingezogen ist. Ja. Seitdem sind hier alle völlig verrückt, ja. Ja, ich merk's. Ja, aber du hast jetzt ja auch Einblicke gehabt in eine Branche, in der das auch nicht unüblich ist. Du warst ja, bist jetzt in der Filmbranche unterwegs, ja. Du hast jetzt eigentlich das Metier gewechselt, ja. Wenn man davon sprechen kann, dass du in einem Metier zu Hause bist. Du machst ja jetzt Seriendarsteller. Ich bin Seriendarsteller, genau. Ja. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Ja. Dankeschön, aber es geht nicht um mich. Erster Gast. Ja. Erster Gast. Ich verstehe das, aber ich bin hier. Erster Gast. Ja. Du bist jetzt in der Filmbranche. Ist das so, dass du eigentlich, wenn du in der Filmbranche dich bewegst, neues Material für deinen eigentlichen Beruf sammeln kannst? War nicht so geplant, aber ich habe gemerkt, dass es sich anbietet. Ja. Es bietet sich an, oder? Es ist extrem unangenehm, ja. Was sind denn die Dinge, die dir so aufgefallen sind, von denen du jetzt nicht gedacht hättest, dass du damit jetzt in Kontakt kommst? Also, was mir wirklich aufgefallen ist, ist, dass die unwichtigsten Leute immer den größten Affen machen. Mhm. Also, das war mir in dem Ausmaß nicht klar. Du meinst also Leute, die beteiligt sind an dem Film oder das Drumherum? Naja, die eben nicht beteiligt sind, sondern einfach so auf der Berlinale zum Beispiel. Irgendwie jeder unwichtige Ingo macht da so einen richtigen Affen. Mhm. Und die am Ende was entscheiden, die sieht man gar nicht. Ja. Ja. Und ist das so viel anders in der Comedy-Branche? Da rede ich ja mit niemandem. Das hat ja halt gar nichts zu tun. Das ist ja das Ding. Ne? Du musst auf einmal in Kontakt kommen mit dem Rest der Branche. Und dann hast du das. So. Und jetzt warst du da unterwegs und hast da eigentlich das komplette Programm einmal durchexerziert. Berlinale, war das für dich irgendwann mal etwas, was du im Fernsehen gesehen hast, gesagt hast, da will ich auch mal mitmachen? Ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht genau, was die Berlinale ist. Ich weiß nicht, ob das ein Preis ist oder ein Event oder beides. Ein sogenanntes Filmfest. Ja, genau. Jetzt erklär mal, was ein Filmfest ist. Ja, es ist wahrscheinlich, beschreibt es das am allerbesten. Es ist in erster Linie eine Feier und zwischendurch wird irgendwas verliehen, ja? So. Genau, und es gibt natürlich auch viele verschiedene Filme und so weiter. Und ja, dein Film läuft da. Darf ich da ganz kurz rein? Ja, bitte, klar. Klar, jetzt sagst du, es ist ein Filmfest. Okay. Jetzt sagst du, okay, ist auch ein Wettbewerb. Okay. Ja. Aber jetzt lief unser Film da ja einfach so. Aber nicht im Wettbewerb. Nicht im Wettbewerb. Genau, es gibt welche, die sind praktisch ausgewählt für den Wettbewerb. Naja, aber warum lief unser Film jetzt da in dem großen Dings, aber außerhalb des Wettbewerbs? Felix, wie soll ich es dir sagen? Naja. Wie soll ich es dir sagen? Wie bringt man es dem Kinde bei? Ja. Ja, naja. Er lief halt, immerhin, ist ja nicht schlecht. Und ganz viele Leute haben gesagt, das ist ein toller Film. Bedeutet dir das was? Weil es ist ein Buch, was dir was bedeutet hat. Und jetzt kommen die Leute an und sagen, du gemeinsam mit dem Regisseur David Wendt hast jetzt diesen Film gemacht und es kommen Menschen zu dir und sagen, ey, das ist toll und es gefällt mir. Bedeutet dir das was? Also auf jeden Fall. Ich freue mich da sehr drüber. Also jetzt irgendwie so Pressefeedback hat mich ehrlich gesagt überrascht, dass es so positiv ist, weil ich dachte, dass es eher was wird, was die, weiß nicht, entweder einfach so doof finden oder nicht verstehen oder so. Deshalb war mir das Feedback von den Fans wichtiger. Die lieben das, das finde ich sehr, sehr gut. Das bedeutet mir sehr viel. Wenn es dann auch der Presse on top gefällt, dann ist natürlich super. Und vor allen Dingen, ich habe dir den Film ja geschickt, als du mir geschrieben hast, dass er dir gefällt, da war für mich klar, wofür. Ja, doch, ja. Da weiß man, wofür man es macht. Sehr gut. Ja, ich fand ihn wirklich gut. Ja, danke. Ja. Ich fand ihn wirklich. Hab ihn gerne geschaut. Ich habe ihn durch so ein Wasserzeichen gucken müssen, ehrlich gesagt. Weil er war so früh, dass da noch so ein Wasserzeichen auf dem Film drauf ist. Aber ich habe das. Ja, weil du meintest, dass du nicht ins Kino gehen willst. Genau. Ja. Ich wollte das zu Hause gucken. Und dann habe ich das. Ich habe das sogar auf den Fernseher gekriegt. Es hat alles wunderbar funktioniert. Ich war ganz stolz. Vielleicht bin ich auch getragen von dieser Euphorie direkt begeistert gewesen, dass ich das praktisch technisch hingekriegt habe. Aber der Film war innerlich auch gut. Jetzt sehen wir gleich Kennst du Leute, bei denen Beamer funktionieren? Nee, nein. Ja, ich auch nicht. Ich habe noch nie einen Beamer benutzt, der funktioniert hat. Exakt, genau. Ja, die stehen da rum und sind meistens voller Staub. Aber wenn man es hinkriegt, kann man diesen Film oder vielleicht sogar diese Szene hier sehen. Du hast eine mitgebracht. Erzähl vielleicht selber mal ganz kurz,
was man wissen muss, bevor man diesen Ausschnitt sieht. Ja, ich habe meine Lieblingsszene mitgebracht aus dem Film. Kontext braucht man eigentlich nicht so viel. Hauptdarsteller heißt Lukas, der hat gerade auf die Schnauze bekommen. Ist jetzt zu Hause und nachts raschelt es in seiner Wohnung. Er kommt in die Küche und sein großer Bruder Marco, der nicht mehr da wohnt, ist in der Küche. Und die beiden treffen sich. Und ich habe die Szene ausgewählt, weil derjenige, der den Marco spielt, darf ich das schon spoilern? Darfst du gerne spoilern, ja. Derjenige, der den Marco spielt, heißt Louvre 47 und der spielt hier später noch einen Song. Der hat nämlich auch den Titelsong gemacht. Einerseits deshalb und andererseits mag ich einfach. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich die Szene geschrieben habe. Und ich finde einfach diese perfekt falschen Tipps vom großen Bruder einfach so. Das sind richtig sagen. Toxische Hinweise, ey. Gucken wir uns das mal an. Ja. Brauchst gar nicht so zu gucken, kriegst keine. Ich hab eigene. Du hast eigene, ja? Spaß, ich rauche nicht. Was machst du hässlich? Willst du mir nichts erzählen? Was meinst du? Wie, was meine ich? Hast du schon mal angeguckt? Hast du nix, ja? Wie nichts? Warum siehst du aus wie ein Zombie? Warum höre ich, dass ich geboxt im Park mit Arabs? Woher weißt du das denn? Wie, woher weiß ich das? Ich hab hinter jedem Baum gekackt hier, was willst du von mir? Jeder Vogel hier erzählt mir, was passiert in Gropius. Wie sieht der andere aus? Erzähl. Ist im Krankenhaus. Wei, Rocky, ja? Warum? Was hältst du rum, ja? Siehst eh scheiße aus. Und wie ich dir gesagt habe, wenn die ein Messer haben, verpisst du dich. Ansonsten nimmst du dein Feuerzeug in die Hand und fix deine Mutter, hast du verstanden? Ja, Marco, hab ich! Ja, hab ich verstanden. Lack Attitüde! Hey. Jetzt weiß man, was du meinst mit falschen Tipps. So klar. Was ist das? Und weil ich dich in dem kleinen Lukas auch ein bisschen wiedergesehen habe, ja, ich mich auch, habe ich den Hoodie mitgebracht, ja. Auf dem steht Lackattitüde. Sehr gut. Ah, danke schön. Jetzt zieh ich aber an, ne? Ja. Musst du mit rechnen, dass ich damit rumlaufe, ja. Ne? In dem Moment, wo ich den dann anhabe und es gibt irgendwo ein Foto davon, dann darfst du nicht sagen, jetzt bereue ich das. Ja. Ja. Sondern nee. Ich habe das jetzt an. Zieh das an. Sehr gut. Du hast ja extra, und das fand ich eigentlich ganz gut, weil da war auf einmal was los auf der Berlinale. Du hast gesagt, ja, okay, wir können den Film gerne alle anschauen, auch im Rahmen dieses Wettbewerbs, aber bitte in der Gropiusstadt. Ja. Und dann sind alle dahin, mit dem Bus sind dann alle hingefahren, auch die Regierung. Ja, wir waren einmal bei der Berlinale selber am Potsdamer Platz. Im hab ich gesehen, da hattest du einen schönen Schal um. Da hatte ich einen schönen Schal um. Ja, hab ich gesehen, sah schick aus. Und Achla Franzi im Arm. Ja. Und dann haben wir noch mal Gropius Passagen, da wo der Film auch spielt, eine eigene Premiere gemacht. Und da seid ihr dann aber mit Franziska Giffey, der noch regierenden Bürgermeisterin von Berlin. Ich sag mal so, die letzten zwei Wochen ihrer Regentschaft hat die sich auch anders vorgestellt. So. Aber sie hat so ein bisschen den Trump-Move gemacht. Weißt du, Trump hat doch als letztes einfach so als letzte Amtshandlung einfach Lil Wayne begnadigt. Ja, ja. Und Franzi Giffey hat uns einfach, wir sind jetzt alle Ehrenbürger der Stadt Berlin einfach. Ach, das ist schön. Ja, ja, sehr gut, ja, wunderbar. Da muss man auch sagen. Aber dafür seid ihr auch zusammen dann mit dem Bus gefahren. Ja. Und sie wirkt so ein bisschen, wir haben jetzt einen kleinen Ausschnitt da, und da wirkt sie so ein bisschen wie so eine überforderte Lehrerin, die einfach die Klasse nicht mehr im Griff hat. Ja? Und so sieht's auch. Frau Giffey, einmal eine 4-4 für die Kamera, bitte. Eine 44 für die Kamera. Jawohl, genau so. Sehr gut. Die Army of Brothers sind jetzt auch Ehrenbürger der Stadt, oder? Ja, wirklich. Ja, das finde ich schön. Also, wenn ihr wissen wollt, wer die Army of Brothers sind, die machen solche Videos, aber noch viel mehr, googelt doch mal. Ja? Ja. Guckt euch das mal an. Später sehen wir auch noch Louvre 47. Sehr gut, Almani. Schön, dass du da bist. Wie bist du auf den Schauspieler, aber natürlich auch Musiker Louvre 47 aufmerksam geworden? Wir haben beim Casting irgendwie darauf geachtet, dass wir auch möglichst viele Leute aus Gropiusstadt irgendwie einbinden. Und haben dann so geguckt, wer irgendwie passt, und die Leute dann angeschrieben. Louvre war einer von denen, der kommt aus Gropiusstadt, sehr guter Musiker. Und dann war er beim Casting. Wir haben uns tatsächlich für dieselbe Rolle beworben, er und ich. Mhm. Ich sag mal so, er hat sie bekommen, weil ich anscheinend nicht so gut war. Aber ja, und dann haben wir uns über den Dreh kennengelernt. Er hat den halben Soundtrack fast gemacht von dem ganzen Film, also mehrere Songs. Und dann habe ich dir geschrieben und gesagt, Klaas, lass das hier mal machen. Ja. Dann hast du gesagt, okay. Ja, na klar, warum nicht? Ich habe dann ja erstmal mich komplett damit auseinandersetzen müssen, habe dann festgestellt, das ist gut und das passt sehr gut zusammen, und deswegen freue ich mich, dass er heute hier ist.